I mentioned one other thing about the book. Und ich habe schon etwas erwähnt über das Buch. I don't think I told Johannes this. Und ich glaube, Johannes, habe ich das noch nicht gesagt. I called my publisher last week. Ich habe letzte Woche meinen Verleger angerufen. And he said, not only many bookstores will not carry the book. Und dann hat er mir gesagt, nicht nur wollen viele Buchläden also das Buch nicht mit ins Programm nehmen, but there are chains of bookstores and large distributors, sondern es sind ganze Buchhändlerketten und also Großhändler, who because he published this book, they will not carry any of his books anymore. Die haben meinem Verleger gesagt, weil er dieses Buch verlegt hat, werden sie seine ganze Buchreihe aus dem Programm rausnehmen. Also alle Bücher, die er verlegt hat, nicht nur mein Buch. So you can pray for the publisher. Und deswegen könnt ihr mit dafür beten, für diesen Verleger, weil das ist natürlich seine Existenz. This is a small publisher, a new publishing house. Das ist ein kleines Verlagshaus, ein neues. And I thought I was helping him by giving him this book. Und ich habe immer gedacht, ich hätte ihm geholfen, quasi auf die Beine zu kommen, indem ich ihm dieses Buch gegeben habe. And it turns out to be the opposite. Aber es ist jetzt leider so, dass es das Gegenteil, ins Gegenteil umgeschlagen ist. So you pray for him. Und deswegen bitte betet mit für ihn. Now, I want you to remember one thing. Und ich möchte, dass ihr erstmal eins im Hinterkopf behaltet. The ultimate conclusion to which Calvinism leads. Die letztendliche Schlussfolgerung, zu der der Calvinismus führt, is that God who is love, das ist Gott, also der Gott, der Liebe ist. That's 1 John 4:8, you know the verse. Und das ist 1. Johannes 4, Vers 8. He does not love everyone. Dass dieser Gott der Liebe nicht jeden Menschen liebt. Das wäre die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen. This is Calvinism. Das ist Calvinismus. He is not merciful to everyone. Und Gott ist auch nicht jedem gegenüber barmherzig. And he predestines billions that he could save to eternal torment. Und er erwählt Milliarden von Menschen, die er retten könnte, er wählt sie in die ewige Verdammnis. He does this for his good pleasure. Und er tut das um seines eigenen Wohlgefallens. He did not give his son to die for the world. Und er hat seinen Sohn nicht gesandt, damit er für die ganze Welt sterbe. But just for the elect. Sondern nur für die Auserwählten. So that is Calvinism, just in brief. Und das ist also zusammengefasst der Kernpunkt des Calvinismus. Now, why is this an important topic? Warum ist das so ein wichtiges Thema? And why didn't my publisher of 20 years want to publish the book? Und warum hat mein anderer Verleger, der seit 20 Jahren meine Bücher verlegt, warum wollte er dieses Buch nicht verlegen? Because there are many of our leading evangelicals are Calvinists. Und weil viele der führenden Evangelikalen heute Calvinisten sind. John MacArthur. John MacArthur. R.C. Sproul. R.C. Sproul. J.I. Packer. J.I. Packer. Erwin Lutzer, who is Erwin Lutzer. He's the pastor at the Moody Church in Chicago. Und er ist der Pastor der Moody Church, also von dem Moody Bible Institute. And many others. Und viele andere. And I quote them in my book. Und ich zitiere diese Leute in meinem Buch. Well, they have published many books. Und die haben selber viele Bücher verlegt, diese Leute. These books are popular in bookstores, Christian bookstores. Und diese Bücher sind sehr populär in den christlichen Buchläden. So then the Christian bookstores don't want another book that says that they could be wrong. Und also wollen die Buchläden nicht irgendwo ein Buch ins Programm nehmen, was sagen könnte, dass diese anderen Bücher falsch liegen. R.C. Sproul. Would they know that name? R.C. Sproul, ich denke, der ist hier doch schon auch bekannt. He's on the radio every day across America promoting Calvinism. Und jeden Tag ist eine Radiosendung in Amerika dort und da wird der Calvinismus propagiert. That's okay. Das ist in Ordnung, wenn das getan wird. If I write a book
comparing Calvinism with the Bible, aber wenn ich ein Buch schreibe und den Calvinismus mit der Bibel vergleiche, then I'm being divisive. Dann bin ich jemand, der Zwietracht sät. That doesn't make sense. Und für mich ergibt das keinen Sinn, dass so geurteilt wird. Non-Calvinist should have as much right as Calvinist. Jemand, der kein Calvinist ist, sollte die gleichen Rechte haben wie jemand, der ein Calvinist ist. So we have many important evangelicals, leading evangelicals who are Calvinists. Also es gibt viele führende Evangelikale, die Calvinisten sind. And let me give you a list of some of the influence of John Calvin today. Und ich möchte nur mal eine Liste geben über den Einfluss, den Johannes Calvin auf die Welt heute noch hat. You have Calvin College. Es gibt das Calvin College. Calvin Seminary. Das Calvin Seminar, theologisches Seminar. The Calvin Theological Journal. Und das Calvin theologische Journal. International Congress on Calvin Research. Und der internationale Kongress des der Forschung über Calvin. You have a Center for Calvin Studies, which contains over 3,000 books and 12,000 articles about und Calvin. Und es gibt ein Zentrum für calvinistische Studien, die über 1,000 Bücher haben und 12,000 Artikel, nur mit dem Thema über das Thema Johannes Calvin. There are over 2,000 Calvin sermons available today. Heute gibt es über 2,000 Predigten Calvins, die man noch bekommen kann, die niedergeschrieben worden sind. He is mentioned in every dictionary, encyclopedia and history book, both sacred and secular. Und man findet den Namen Johannes Calvin in jedem Wörterbuch, in jedem Lexikon, sowohl den kirchlichen oder theologischen wie auch den weltlichen. So, widespread influence, this is important subject. Es ist also eine ein Einfluss, der sehr weitreichend ist, und deswegen ist es auch ein sehr wichtiges Thema. Another reason why we need to study Calvinism. Und noch ein anderer Grund, warum wir den Calvinismus studieren müssen. Because it claims to be true Christianity. Der Calvinismus behauptet von sich oder nimmt sich in Anspruch, das wahre Christentum zu sein. One leading Calvinist says. Und einer der führenden Calvinisten sagt, Calvinism is pure biblical Christianity in its clearest and purest expression. Und der Calvinismus ist das wahre Christentum in seiner klarsten und reinsten in seinem klarsten und reinsten Ausdruck. John Piper might be a name you would know also. Und John Piper, vielleicht auch bekannt. He is a pastor and a very popular writer in America. Er ist ein Pastor und sehr bekannter Schriftsteller in den USA. He says the doctrines of grace. Er wird gesagt, die Lehre von der Gnade. Now wait a minute, we've got a problem. Und jetzt haben wir schon ein Problem hier. What do they mean, doctrines of grace? Was bedeutet denn die Lehre von der Gnade? Oh, Calvinism is the pure teaching of grace. Und dann wird gesagt, ja, Calvinismus ist die reine Lehre von der Gnade. So if you don't teach Calvinism, you do not have the doctrines of grace. Und wenn man also nicht Calvinismus lehrt, dann hat man auch nicht die Lehre der Gnade. And he explains what they are from TULIP, T-U-L-I-P. Und dann wird diese Lehre der Gnade erklärt, was das ist, und dann gibt es im Amerikanischen diesen Ausdruck TULIP, und jeder Buchstabe steht für einen Punkt. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Oh, you already gave them that. No. Also erstmal völlige Verdorbenheit, der Mensch ist völlig verdorben, er kann sich nicht selber retten. Dann zweitens bedingungslose Erwählung, also Gott erwählt, wen er will. Dann haben wir begrenzte Sühnung, also Gott hat nur eine Sühnung für einige wenige erwirkt. Unwiderstehbare Gnade, also das heißt, wenn Gott jemand die Gnade anbietet, kann man der nicht widerstehen, man muss quasi dann errettet werden. Und Ausharren der Gläubigen. Wer gläubig geworden ist, harrt auch aus bis ans Ende. Das ist ein Zeichen für jemanden, der wirklich gläubig geworden ist. He says, these are the doctrines of grace. Und das wird also hier als die Lehre der Gnade oder die Lehren der Gnade bezeichnet. And they are the warp and woof of the biblical gospel. Und das sind also
Das ist der wesentliche Bestandteil, der Kern des biblischen Evangeliums, wird hier gesagt. So, if you don't preach Calvinism, you're not preaching the gospel. Wenn man also nicht Calvinismus lehrt, so nach der Aussage, dann verkündigt man auch nicht das Evangelium. Charles Haddon Spurgeon, you would know that name. Und Spurgeon, der Name ist ja ein Begriff. He said Calvinism is just another name for Christianity. Und der hat gesagt, Calvinismus ist nur ein anderes Wort für Christentum. Now that's pretty serious. Das ist also eine sehr ernste Aussage. If you don't preach Calvinism, you're not a Christian. Wenn man also nicht den Calvinismus verkündigt, dann ist man kein Christ. Would you know the name J. Adams? Und J. Adams, er ist vielleicht auch hier bekannt, er hat auch Bücher geschrieben über Seelsorge, eine ganze Reihe. Ich weiß nicht, ob es die im Deutschen gibt. He says, as a reformed Christian. Und er sagt von sich als reformierter Christ. Well, now wait a minute. What's a reformed Christian? Was ist denn ein reformierter Christ? They call it reformed doctrine. Und das ist die reformte Theologie oder die reformte Lehre, ja? Reformierte Lehre. They are taking credit for the entire Reformation. Und sie nehmen sich für sich die ganze Reformation in Anspruch, sagen also, die Reformation ist unser Werk. But John Calvin was 8 years old, a Catholic, 8 years old, when Martin Luther nailed his 95 theses to the door. Aber Johannes Calvin war 8 Jahre alt, war immer noch Katholik, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche geschlagen hat. But they call these reformed churches, reformed theology. Aber die Calvinisten nennen sich also reformierte Kirche, reformierte Theologie. So they are the Reformation. Also sie bezeichnen sich als die wahren Reformatoren. They hijacked the Reformation. Also sie haben sozusagen die Reformation gekidnappt. They hijacked grace. Und sie haben auch die Gnade gekidnappt. But listen to what he says, J. Adams. Und hören wir mal darauf, was J. Adams zu sagen hat. The counselor must not tell any unsaved counselee that Christ died for him. Er sagt, also ist selber Seelsorger, der Seelsorger soll dem, an dem er Seelsorge übt, wenn er ungläubig ist, dieser Mann, an dem man Seelsorge übt, niemals sagen, dass Christus für ihn gestorben ist. Because you don't know, they may not be one of the elect. Weil man das nicht weiß, ob dieser Mensch auch zu den Auserwählten gehört. Another leading Calvinist says, Calvinism is the gospel, and to teach Calvinism is in fact to preach the gospel. Und ein anderer sagt auch, Calvinismus ist das Evangelium, und wenn man den Calvinismus lehrt, verkündigt man das Evangelium. I'll give you one more quote here. Noch ein weiteres Zitat. Well, it contains the essential elements of Protestant theology. Und Calvinism, right. Calvinismus beinhaltet die grundlegenden Elemente der protestantischen Theologie. Now another reason why we need to study Calvinism. Es gibt noch einen Grund, warum wir uns mit dem Calvinismus befassen müssen. It was the means of bringing much Catholicism into Protestant churches. Das war die Art und Weise, wie viel vom Katholizismus in den Protestantismus hineingetragen wurde. One of my chapter titles. Und eine Überschrift für die Überschrift für eines der Kapitel in dem Buch ist Calvinism's surprising Catholic connection. Und das ist so quasi überraschende Verbindung zwischen Calvinismus und Katholizismus. We'll talk a bit about Augustine. Und dann werden wir uns auch ein bisschen mit Augustinus beschäftigen. Augustine is the premier Roman Catholic. Und Augustinus ist der herausstechende Katholik, also von den Lehrern, von den Theologen. He gave us the Catholic Church as it is today. Und Augustinus hat die römisch-katholische Kirche beschrieben oder eingesetzt, so wie wir sie heute finden. Well, we'll say much more about him later. Wir haben später noch mehr zu ihm zu sagen. But he was the heaviest influence on both John Calvin and Martin Luther.
Und er war aber der größte Einfluss sowohl auf Martin Luther wie auch auf Johannes Calvin. Martin Luther was an Augustinian monk. Und Martin Luther war ja ein augustinischer Mönch. John Calvin quotes Augustine more than 400 times. Und mehr als 400 Mal bezieht sich Johannes Calvin auf Augustinus. Including phrases such as by the authority of Augustine. Und da sind auch solche Aussagen drin wie durch die Vollmacht oder mit der Autorität Augustinus. Well, we talk more about that in our next session. Aber in dem nächsten Abschnitt werden wir uns damit noch genauer beschäftigen. But Calvinism brought much Catholicism into the Protestant Church. Aber noch einmal, der Calvinismus hat vieles vom Katholizismus in die protestantische Welt hineingetragen. Another reason why. Und es gibt noch einen anderen Grund. It undermines the gospel. Warum wir uns mit dem Calvinismus beschäftigen sollten, dass der Calvinismus untergräbt das Evangelium. Paul said, I persuade men. Und Paulus sagt, nun versuche ich Menschen zu überreden. But why would you persuade men? Warum soll ich versuchen, Menschen überreden zu wollen? If this person is one of the elect, you don't need to persuade him. Wenn jemand also wirklich zu den Auserwählten gehört, dann brauche ich ihn nicht zu überreden, also versuchen, ihn für das Evangelium zu gewinnen. God has already predestined him to heaven. Weil Gott hat ihn ja sowieso schon vorherbestimmt, dass er in den Himmel kommen wird. And if this person is not one of the elect, und wenn dieser Mensch also nicht zu den Auserwählten gehört, you can't persuade him. He's already been predestined to eternal torment. Oh, dann kann man ihn auch nicht überreden, denn Gott hat ihn schon vorherbestimmt zur ewigen Qual. So what's the point of preaching the gospel? Also, was soll es überhaupt dann noch, das Evangelium zu verkünden? Well, we talk more about that later. Und wir werden später noch genauer darauf eingehen. Now, one of the things that Calvinism brought into the Protestant churches. Und eine Sache, die der Calvinismus in die protestantischen Gemeinden hineingetragen hat, or retained from Catholicism and carried over into the Reformation. Oder sagen wir besser, was es vielleicht vom Katholizismus beibehalten hat und quasi mit in die protestantische Welt hineingetragen hat. Was infant baptism. Das ist zum Beispiel die Kindertaufe. Yeah, we talk more about that later. Und darüber sprechen wir später auch noch genauer. But here, this is what John Calvin said about infant baptism. Und hier das Folgendes hat Johannes Calvin über Kindertaufe gesagt. God in baptism promises the remission of sins. Gott verheißt in der Taufe die Vergebung der Sünden. And will undoubtedly perform what he has promised to all believers. Und er wird ohne Zweifel das vollbringen, was er allen Gläubigen verheißen hat. That promise was offered to us in baptism. Und diese Verheißung wurde uns in der Taufe gegeben. Let us therefore embrace it in faith. Und deswegen sollten wir das auch im Glauben entgegennehmen. He even taught that children of the elect are also elect. Und er hat auch gelehrt, dass die Kinder von Auserwählten auch gleichzeitig wiederum auserwählt sind. In fact, he said, you don't baptize them to bring them into the church. Und er hat gesagt, ja, die werden da nicht getauft, um sie in die Gemeinde hineinzubringen, in die Kirche. They're already in the church if their parents are among the elect. Und er hat gesagt, nein, sie gehören schon zur Kirche, wenn ihre Eltern zu den Auserwählten gehören. Now, I think that that's rather serious. Und ich denke, dass das sehr schwerwiegende Punkte sind. It gives people a wrong idea of salvation. Und ich denke, dass Menschen eine falsche Vorstellung der Errettung dadurch bekommen. God has chosen certain ones to go to heaven and certain ones to go to hell. Also Gott hat einige auserwählt, dass sie in den Himmel kommen, und andere hat er auserwählt, dass sie in die Hölle kommen. And that's it. There's nothing you can do about it. Und das ist quasi festgelegt, und da kann man nichts dran machen. You know what they did to the Anabaptists. Und vielleicht wisst ihr auch, was mit den Wiedertäufern geschehen ist in der damaligen Zeit. Who were the Anabaptists? Wer waren die Wiedertäufer? Oh, they had been Catholics. They got saved. Es waren Katholiken, und die sind gläubig geworden.
And after they got saved, they said, we should be baptized as believers. Und nachdem sie gläubig geworden waren, haben sie gesagt, wir sollten uns jetzt als Gläubige taufen lassen. Because baptism is for believers. Weil die Taufe ja den Gläubigen gilt. The Ethiopian eunuch asked Philip. Der Kämmerer aus Äthiopien hat Philippus gefragt. Here's water, what would hinder me from being baptized? Dort ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Philip said, if you believe with all your heart. Und Philippus hat gesagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst. So baptism is for believers. Und deswegen sehen wir, die Taufe ist für Gläubige. It's not for infants. Und nicht für Kleinkinder. An infant hasn't believed anything. Denn ein Kleinkind kann noch überhaupt nichts glauben. And the Anabaptists realized that. Und die Wiedertäufer hatten das erkannt. So when they got saved, they believed the gospel. They got baptized as believers. Also wo sie errettet wurden, haben sie gemerkt, wir müssen uns taufen lassen, weil wir sind ja gläubig geworden. Und dann haben sie an sich die Taufe vollzogen. The Catholics hated them, persecuted and killed them. Und die Katholiken haben sie gehasst, oder die katholische Kirche hat sie gehasst. Sie sind verfolgt worden und auch ermordet. You are saying that infant baptism doesn't make you, doesn't cleanse you from sin? Ihr behauptet also, dass die Kindertaufe euch nicht von der Sünde reinigt? But the Lutherans did the same thing to them. Aber die Lutheraner haben den Wiedertäufern das Gleiche angetan. And the Calvinists did the same thing to them. Und auch die Calvinisten haben sie verfolgt, haben ihnen das auch angetan. And we will talk more about that later. Und wir werden später noch mal drauf eingehen. Now, another reason why we need to study Calvinism. Noch ein Grund, warum wir uns mit dem Calvinismus beschäftigen sollten. It maligns God. It's a libel against the character of God. Und das ist, es widerstrebt dem Wesen Gottes, ja. Es befleckt das Wesen Gottes. Gottes Charakter wird verzerrt. It denies his love for the lost. Denn hier wird verleugnet, dass Gott die Verlorenen liebt. In the entire institutes, Calvin's institutes of the Christian religion. Und überall, wo also calvinistische Institute sind, also in der christlichen Welt, da wird nirgendwo etwas erwähnt, beziehungsweise in den Schriften Calvins ist das, ja, das sind die Schriften Calvins, da wird nirgendwo erwähnt, dass Gott die Verlorenen liebt. God only loves the elect. Sondern Gott liebt nur die Auserwählten. You couldn't say he loves those that he predestined to eternal torment. Und man kann doch nicht sagen, dass Gott die liebt, die er vorherbestimmt hat zur ewigen Qual. And how can I be concerned about the salvation of those people? Und warum sollte ich um die Errettung dieser Menschen besorgt sein dann? If God predestined them to eternal torment for his good pleasure, wenn Gott sie also zur ewigen Qual bestimmt hat, nur nach seinem eigenen Wohlgefallen, and I say, oh, I wish they could be saved, und wenn ich also sage, oh, wenn sie doch errettet sein könnten oder errettet werden könnten, I'm going against God. Dann stelle ich mich damit gegen Gott. And you remember what Paul said. Und denken wir daran, was Paulus gesagt hat. Romans chapter 9. Römer Kapitel 9. He said, my prayer to God for Israel is that they might be saved. Und er sagte, ich bete zu Gott, dass Israel errettet werde. I'm sorry, that's chapter 10, verse 1. Das ist Kapitel 10, Vers 1. Yeah. He said, I wish that I would be accursed if I could save my brethren. Aber er sagt, ich wünschte, dass ich selber verflucht werden würde, wenn es möglich wird, um damit meine Brüder zu retten. Paul was so concerned about people, about people going to hell, he said he would go to hell for them if it would save them. Und er war so besorgt über Menschen, die in die Hölle kamen, dass er gesagt hat, ich würde lieber für sie in die Hölle gehen, wenn das sie ja retten würde. Well, that's a slap in the face to God if God predestined them to hell. Aber das ist ein Schlag ins Gesicht gegen Gott, wenn Gott sie wirklich dazu bestimmt hat, dass sie in die Hölle kommen. King James was not a man we would hold up as a great saint. Und King James Bible. King James, also der König Englands, nachdem die King James Bibel benannt wurde. But das war nicht besonders gerade ein Heiliger. He had some wisdom. Aber der Mann hatte doch etwas Weisheit. He said, this doctrine is so horrible.
Er hat gesagt, diese Lehre ist so schrecklich. If there were a council of unclean spirits assembled in hell. Wenn es also einen Rat von unreinen Geistern im Himmel, wenn die sich im Himmel versammeln würden. And the devil said, what doctrine could we come up with that would stir people's hatred against God? Und sie fragen würden, was für eine Lehre könnten, wenn Satan sie fragen würde, was für eine Lehre könnten wir ins Leben rufen, um Hass unter den Gläubigen zu sehen, you couldn't think of anything better than that doctrine. Dann gäbe es nichts anderes oder nichts Besseres als diese Lehre. That would cause people to hate God. Und das wird bewirken, dass Menschen auch dann letztendlich Gott hassen. See, the atheist says, if God can't stop all suffering and evil, und der Atheist sagt, ja, wenn Gott nicht das Leid und das Böse in der Welt aufhalten kann, then he's not strong enough to be God. Dann ist er nicht stark genug, um Gott sein zu können. If he could stop it and doesn't, he's a monster. Und wenn er es aufhalten könnte, aber es nicht tut, dann ist Gott letztendlich ein Ungeheuer. So this is the God Calvinism has created. Und das ist der Gott, den der Calvinismus ins Leben gerufen hat. They say God could save everybody. Und der Calvinismus sagt, Gott könnte jeden retten. He could predestine everyone to heaven. Und er könnte auch jeden zur Hölle vorherbestimmen. But for his good pleasure, he doesn't. Aber nach seinem Wohlgefallen tut er das nicht. We don't believe that God could save everybody. Und wir glauben nicht, dass Gott jeden retten könnte. Because he's given man the power of choice. Weil er dem Menschen die Freiheit der Entscheidung gegeben hat. We have to have the power of choice in order to love God. Und wir müssen die Freiheit der Entscheidung haben, damit wir Gott überhaupt lieben können. In order to receive a gift. Damit wir überhaupt ein Geschenk, Gottes Gabe der Erlösung annehmen können. If I want to give George something and I put a gun to his head. Also wenn mir jemand was geben will und hält mir die Pistole an den Kopf. He doesn't want to take it. Dann und ich sage, nee, ich möchte das nicht. But I say, you take it or I'll kill you. Und wenn ich dann sage, ja, du nimmst das jetzt oder ich drücke ab, töte dich. That's not a gift. Das ist doch kein Geschenk mehr. You can't force someone to take a gift. Man kann niemanden dazu zwingen, ein Geschenk anzunehmen. You can't force someone to love you. Und man kann auch niemanden zwingen, einen zu lieben. And what glory would it be to God? Und welche Herrlichkeit würde das Gott bringen oder welche Ehre, wenn im Himmel sehr viele Menschen oder eine große Menschenmenge ist, die ihn preisen und verehren. But it's not from their hearts. Aber es kommt nicht aus dem Herzen heraus. They're like puppets on a string. He programmed them to do this. Sondern sie sind nur Marionetten, die an Fäden hängen und sind quasi von Gott programmiert worden, das zu tun. So God loves everyone. He wants everyone saved. Und Gott liebt jeden Menschen und er möchte, dass jeder Mensch errettet wird. But he can't force himself on everyone. Aber Gott kann sich nicht jedem Menschen aufdrängen, quasi also durch Gewalt sagen, du wirst errettet. That would destroy man as he made him. Sondern dann wäre der Mensch nicht mehr so, oder es würde den Menschen zerstören, so wie Gott ihn geschaffen hat. But Calvinism says man has no power of choice. Aber Calvinismus sagt, der Mensch hat nicht die Freiheit der Entscheidung. Er hat nicht die Möglichkeit, sich selber zu entscheiden. Lutheranism says the same. Und die Lutheraner sagen dasselbe. You know, one of Martin Luther's most famous books. Und eine der bekanntesten Bücher Martin Luthers is called The Bondage of the Will. Das ist quasi die Gefangenschaft des Willens. In which he tries to prove man has no power of choice. Und darin versucht er zu belegen, dass der Mensch nicht die Freiheit der Entscheidung besitzt. Now, here's a man that you would know, perhaps, Lorraine Bettner. Und hier ist vielleicht jemand, den wir kennen, Lorraine Bettner. He is a great apologist against Catholicism. Und das ist ein großer Apologet gegenüber dem Katholizismus. Listen to what he said. Und hören wir mal, was er zu sagen hat. The doctrine of absolute predestination. Die Lehre der absoluten Vorherbestimmung.
Now, I believe in predestination. Und ich muss sagen, ich glaube auch an Vorherbestimmung. The Bible teaches predestination. Und die Bibel lehrt Vorherbestimmung. But not the kind of predestination Calvinism teaches. Aber nicht die Art von Vorherbestimmung, die der Calvinismus lehrt. The Bible always connects foreknowledge with predestination and election. Und die Bibel verbindet immer Vorhersehung mit Vorherbestimmung und dann Auserwählung. Das ist also eine Kette, eine Dreierkette. And it does not predestine to salvation, but to blessings. Die Vorherbestimmung ist nicht zum Errettung, sondern zum Segen. Romans 8:28. Zum Beispiel Römer 8, Vers 28. Whom he foreknew, he predestined. Die er auch zuvor erkannt hat, die hat er auch bestimmt. If he just predestined, you don't have to talk about foreknowledge. Und wenn er also nur einfach bestimmt, Vorherbestimmung quasi getan wird, und dann brauchen wir nicht über Vorherwissen reden. But the Bible teaches the ones that God knew would receive the gospel, would believe the gospel. Aber Gott weiß, wer das Evangelium annehmen wird. He marked out certain blessings for them. Und er hat ihnen einen gewissen Segen verheißen, hat gesagt, dieser Segen soll ihnen zustehen, denen, die glauben. Another reason we need to study Calvinism. Und noch ein anderer Grund, warum wir den Calvinismus studieren müssen. It makes God the author of sin. Gott wird durch den Calvinismus zum Urheber der Sünde gemacht. You can understand why. Und man kann auch verstehen, warum. If I don't have the power of choice, wenn ich nicht die Freiheit der Entscheidung besitze, but God causes me to do everything I do, wenn also Gott quasi der Urheber ist, der dafür sorgt, dass ich alles das tun muss, was ich tue, then he causes me to sin. Dann ist es auch Gott, der mich letztendlich zur Sünde bewegt, weil ich ja nicht selber alleine entscheiden kann. Let me quote John Calvin from his Institutes. Und ich möchte Johannes Calvin aus seinem Buch zitieren. This is book 3, chapter 23. Paragraph 6. Das ist das dritte Buch, Abschnitt 23 und Absatz 6. Now God arranges all things. Und Gott bestimmt oder bewirkt alle Dinge. He has decreed that they happen. Und er hat bestimmt, dass diese Dinge eintreffen. All events take place by his sovereign appointment. Und alle Dinge geschehen durch seine souveräne Bestimmung. Let me just give you another quote or two. Und noch ein oder zwei weitere Zitate. Now this is another leading Calvinist. Ein anderer führender Calvinist. Whatever is done in time, was auch immer in der Zeit geschieht, is according to God's decree in eternity. Also im Laufe der Zeit geschieht, das ist auf Grundlage Gott, des ewigen Ratschlusses Gottes in der Ewigkeit. Bettner says, even the fall of Adam was predestined by God. Und dann wird uns gesagt, Bettner sagt uns hier, selbst der Sündenfall Adams wurde von Gott vorherbestimmt. Arthur Pink be another name they probably know. Und Arthur Pink, der hat auch gesagt. He writes about sovereignty very much. Und er spricht sehr viel über die Souveränität Gottes. See, when you read Calvinists, it's all sovereignty, sovereignty, sovereignty. Wenn man also von den Calvinisten liest, dann liest man immer von Souveränität, Souveränität, Souveränität. They so emphasize sovereignty that there's nothing else that God does. There's no other characteristics of God. Es wird so sehr die Souveränität Gottes betont, dass die anderen Wesenszüge Gottes überhaupt nicht mehr zum Ausdruck kommen. Where's God's love? Wo bleibt dann die Liebe Gottes? Well, they don't talk about that. Und darüber wird dann nicht gesprochen. How can you say God loves people that he predestined to hell? Wie kann man sagen, dass Gott Menschen liebt, die er zur Hölle vorherbestimmt? So Pink says this. Und Pink sagt also Folgendes. God foreordains everything which comes to pass. Gott hat also alles, was geschieht, vorherbestimmt.
God initiates all things. Und Gott ist der Urheber aller Dinge. Also das heißt, alles, was geschieht, hat seinen Ursprung in Gott. Anything that happens, God caused it. Und alles, was geschieht, das ist von Gott bewirkt worden. Another leading Calvinist says, und ein anderer führender Calvinist sagt, God has foreordained sin. Gott hat sogar die Sünde vorherbestimmt. Well, I don't believe so. Ich glaube nicht, dass das so ist. You make God the author of sin, that's not biblical. Wenn wir also Gott zum Urheber der Sünde machen, dann ist das nicht mehr biblisch. Let me quote Augustine. Ich möchte noch mal Augustinus zitieren. Calvin is quoting Augustine. Beziehungsweise Johannes Calvin zitiert selber Augustinus. And he says, God from the remotest eternity. Und dann wird gesagt, also von der entferntesten Ewigkeit her hat Gott decreed everything that happens. Hat Gott alles, was geschieht, vorherbestimmt. Everything man wills or does. Alles, was der Mensch sich entschließt oder was er tut, moves exactly in the course which God has destined. Das entspricht alles genau dem, was Gott vorherbestimmt hat. Well then, why does Jesus say to pray, "Thy kingdom come, Thy will be done"? Und warum betet der Herr Jesus dann also, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe? If everything that's happening in this world, all the rape and murder and crime, und wenn alles, was in dieser Welt geschieht, also alle Kriminalität, Vergewaltigungen, Mord, wenn das alles von Gott bestimmt worden ist. All the wars and suffering, you already said it comes from God, yeah? Und wenn also alle Kriege, alles Leid von Gott her herrühren würde. Then why do we pray, Thy will be done? Warum sollten wir dann beten, Dein Wille geschehe? His will is already being done. Dann wäre sein Wille ja schon geschehen. This is what he decreed from eternity past. Denn das hätte er ja dann von der Ewigkeit her so entschieden. He goes on and he says, everything is produced by the will of God. Und dann heißt es weiter, alles wird bewirkt durch den Willen Gottes. I don't believe that's biblical. Und ich glaube nicht, dass das biblisch ist, was hier gesagt wird. And I think we have to defend God's character from the word of God. Und wir müssen das Wesen Gottes anhand des Wortes Gottes verteidigen. Let me quote R.C. Sproul. Und ich möchte R.C. Sproul nochmal zitieren. I can find it quickly here. He says, God wills all things that come to pass. Und Gott bestimmt oder ja, es entspricht dem Willen Gottes. Alles, was geschieht, entspricht dem Willen Gottes. It's within his power to stop all evil. Und es liegt in seiner Macht, alles Böse, allem Bösen Einhalt zu gebieten. He desired for man to fall into sin. Und es war der Wunsch Gottes, in Sünde zu fallen, dass der Mensch in Sünde fallen würde. God created sin. Gott hat die Sünde geschaffen. That's not biblical. Das ist aber nicht biblisch, was hier steht. That's not the God of the Bible. Das ist nicht der Gott der Bibel, der uns hier vorgestellt wird. We have to stand up against this. Und wir müssen dagegen angehen. Because this causes the unsaved to turn away. Denn das ist etwas, was die Ungläubigen dazu bewirkt, sich von Gott abzuwenden. Who could worship this God? Wer soll so einen Gott anbeten? If he predestined me to hell, I'm supposed to love him? Wenn er mich zur Hölle vorherbestimmt hat, soll ich ihn dafür noch lieben? Isn't the command, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, isn't that for everybody? Ist das Gesetz, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, gilt das nicht alles allen Menschen? Und ich soll den Gott lieben, der mich zur ewigen Hölle vorherbestimmt hat? And there's nothing I can do about it. He doesn't love me. Und es ist nichts, was ich dagegen tun könnte. Er liebt mich nicht. I think that's a horrible doctrine. Und ich denke, das ist eine furchtbare Lehre. Here's another leading Calvinist. Und ein anderer führender Calvinist. He says, God has foreordained everything. Gott hat alles vorherbestimmt. The moving of a finger. Selbst die Bewegung eines Fingers. The beating of a heart. Jeden einzelnen Herzschlag. The mistake of a typist.
Und jeder Tippfehler von jemandem, der etwas auf der Schreibmaschine schreibt. Even sin. Und sogar die Sünde. So you're typing away and you make a mistake. Also wenn man quasi auf dem Computer schreibt, hier auf dem Laptop oder so, ihr macht einen Tippfehler. You didn't make the mistake. Ihr habt den Fehler nicht selbst gemacht. God foreordained that mistake. Sondern Gott hat diesen Fehler vorherbestimmt. That's fatalism. Und das ist Fatalismus. So it's another reason why we need to know what Calvinism teaches. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich wissen, was der Calvinismus lehrt. It's causing another reason is it's causing increasing confusion. Und ein anderer Grund ist, dass es zu mehr und mehr Verwirrung führt. And division in many churches. Und auch zu Spaltungen in Gemeinden. A few years ago, you didn't hear about Calvinism. Vor ein paar Jahren hat man über Calvinismus überhaupt nicht gesprochen. Oh, some of my best friends are Calvinists. Und einige meiner besten Freunde sind Calvinisten. We had our discussions. Und wir hatten Diskussionen. We agreed to disagree. Und dann haben wir uns darin übereingestimmt, dass wir nicht übereinstimmen. We remain friends. Und wir sind weiterhin Freunde. But now they're becoming very aggressive. Aber auf einmal werden diese Leute sehr aggressiv. I did not want to write this book. Und ich wollte dieses Buch hier eigentlich gar nicht schreiben. I don't want to get into a big argument about Calvinism. Und ich wollte nicht irgendwo eine große Auseinandersetzung ins Leben rufen über den Calvinismus. But we kept getting more questions, more questions. Aber es kamen immer mehr Fragen zu diesem Thema. And people would say it's splitting our church. Und Leute haben mir geschrieben, haben gesagt, unsere Gemeinde wird dadurch gespalten. What do you think about Calvinism? Was denken Sie zum Thema Calvinismus? So in our newsletter 2 years ago. Und dann haben wir in unserem Rundbrief vor 2 Jahren. I just gave what I thought was a simple answer. Da habe ich das weitergegeben, was ich gedacht habe, was eigentlich nur eine ganz einfache Antwort ist. And I received a storm of angry letters from all over the world. Und dann habe ich eine Flut gekriegt von bösen und also Briefen von Leuten, die zornig auf mich waren, von der ganzen Welt. Many from pastors. Viele Pastoren waren dabei. And they said, we've appreciated your ministry for many years. Und dann haben sie mir gesagt, wir schätzen den Dienst, den sie tun, seit vielen Jahren. But now you have attacked Calvinism. Aber jetzt haben sie den Calvinismus an den Pranger gestellt. Take me off your mailing list. Und bitte streichen Sie mich aus Ihrer Liste. I'm instructing all of our people to get off your mailing list. Und ich werde all unseren Leuten, die wir kennen, sagen, sie sollen sich aus ihrer Freundesbriefliste streichen lassen. Some of them even said, I want nothing to do with you anymore. Und einige haben gesagt, ich möchte mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. That's horrible. Das ist furchtbar. That's not right. Und das ist auch nicht richtig. But they say I'm causing the division. Und jetzt wird gesagt, ich bewirke diese Spaltung. So there is a division that is being caused. Es gibt also eine Spaltung, die erzeugt wird. Among Christians around the world, I hear it everywhere I go. Und unter Christen in der ganzen Welt und überall, wo ich hingehe, hört man davon. So I think we have to know Calvinism and have some answers. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir den Calvinismus kennen und dass wir auch Antworten parat haben. So, let's take Tulip, T-U-L-I-P. I don't know how you do that in German. Ja. Und jetzt diese Tulip, das ist dieses Wort, das heißt also Tulpe. Und jeder Buchstabe steht ja für einen Punkt des Calvinismus. Das lässt sich ja im Deutschen nicht übertragen. Wir haben dann andere Buchstaben, macht das keinen Sinn mehr. We have a few more minutes before we take a break, I guess. Wir machen noch einige Minuten, bevor wir dann eine Pause haben. So the T stands for, you already said it, total depravity. Also das T steht für völlige Verdorbenheit. Well, you say, I believe men are depraved. Und da kann man sagen, ja, ich glaube auch, dass der Mensch verdorben ist. But what do you mean by totally depraved? Aber was heißt völlige Verdorbenheit? Well, the Calvinist says, oh, everybody doesn't do as much evil as they could. Und dann sagen die Calvinisten, ja, nicht jeder tut so viel Böses, wie er tun könnte. The Calvinist even admits some unsaved people do good. Und dann wird auch eingestanden, dass einige Ungläubige auch etwas Gutes tun können.
Jesus said, if you do good to those who love you. Und der Jesus sagt, wenn ihr also denen Gutes tut, die euch lieben, even the unbelievers do the same. Das tun selbst die Ungläubigen. Remember Abimelech, a pagan king. Und Abimelech, das war ein heidnischer König. He could say to Isaac, I have done nothing but good to you. Und der hat Isaak damals sagen können, ich habe dir nichts als Gutes entgegengebracht. We have some cases where an unsaved soldier. Und es gibt Fälle, wo ein nichtgläubiger Soldat has thrown himself on a hand grenade to save the lives of his buddies. Hat sich dieser ungläubige Soldat auf eine Handgranate geworfen, um die Leben seiner Kameraden zu retten. There are some unsaved people who give much to charity. They're very kind and thoughtful. Und es gibt ungläubige Leute, die sehr viel für wohltätige Zwecke geben, und sie sind sehr liebevolle und nette Menschen. Shame by their conduct. Und es gibt auch einige, die können Christen beschämen mit ihrem Verhalten. So viel Gutes tun sie. So the Calvinist, although he takes this from Genesis chapter 6. Und also die Calvinisten nehmen eine Stelle aus 1. Mose 6. The imagination of man's heart is only evil continually. Und also das Sinnen des Menschen ist böse sein ganzes Leben lang. He says what we really mean by total depravity. Und dann wird gesagt, was wir wirklich meinen mit dieser völligen Verdorbenheit. Is total inability. Und das heißt so viel wie völlige Unfähigkeit. An unsaved person is unable to believe the gospel. Ein Mensch, der nicht errettet ist, ist also Ihrer Meinung nach nicht in der Lage, das Evangelium zu glauben. And from that we get one of the strangest doctrines of Calvinism. Und daraus wird eine der merkwürdigsten Lehren des Calvinismus abgeleitet. That you have to be regenerated before you can believe. Dass man nämlich zuerst erneuert werden muss, zuerst eine Erneuerung erfahren muss, bevor man überhaupt glauben kann. We'll spend a whole hour on that. Und da werden wir eine ganze Stunde nur mit dieser Lehre noch zubringen. So, that's the T, total depravity. Also das ist der erste Punkt, völlige Verdorbenheit. Unconditional election. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, bedingungslose Erwählung. That means there are certain people who have been elected to salvation. Also danach gibt es einige Leute, die zum Heil bestimmt worden sind oder erwählt worden sind. They've been elected to go to heaven. Und sie sind also erwählt worden, in den Himmel zu gehen. Predestined. Election and predestination. Ich glaube, ich habe eben gesagt, bedingungslose Vorherbestimmung heißt bedingungslose Erwählung. It's unconditional. It doesn't depend upon their believing the gospel. Und es ist also bedingungslos. Es ist nicht davon abhängig, ob sie das Evangelium glauben. It doesn't depend upon anything. Es hängt von überhaupt nichts ab. God has just said, they're going to go to heaven. These are going to go to hell. That's it. Sondern Gott hat einfach gesagt, die Leute kommen in den Himmel und diese Leute gehen in die Hölle. So it's called double predestination. Und deswegen ist es nennt sich das auch die doppelte Vorherbestimmung oder zweifache Vorherbestimmung. He predestined some to heaven and he predestines the rest of them to hell. Also einige werden vorherbestimmt zum Himmel, andere werden zur Hölle vorherbestimmt. If he predestined you to heaven, there's nothing you can do to stop it. Und wenn also ein Mensch vorherbestimmt ist für den Himmel, dann kann dieser Mensch auch nichts dagegen machen. You don't even have to believe the gospel. Man muss noch nicht mal das Evangelium glauben. He will regenerate you before you believe the gospel. Sondern man wird quasi erneuert, man wird zu einem neuen Menschen gemacht, bevor man das Evangelium geglaubt hat. And then he'll give you the faith to believe. Und dann gibt Gott einem den Glauben, um überhaupt glauben zu können. And if you've been elected to go to hell, there's nothing you can do about it. Und wenn also man umgekehrt erwählt ist, zur Hölle zu gehen, dann kann man dagegen auch nichts machen. The L, limited atonement. Und dann der nächste Punkt, das ist der dritte Punkt, das ist begrenzte Sühnung. It's also called particular redemption. Oder eine bestimmte Erlösung. You think Christ died for everybody? Ihr glaubt, dass Christus für alle Menschen gestorben ist? You're going to waste his blood
being shed for people that have been predestined to hell. Und dass er quasi sein Blut verschwendet hat für Menschen, die sowieso schon vorherbestimmt worden sind, dass sie in die Hölle kommen. You think God so loved the world, John 3:16 means he loves everybody? Und wenn man glaubt ihr also, dass das wirklich heißt, Johannes 3 Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann heißt das die Welt jeder. You think it means Christ died for everybody? Und Christus ist also wirklich für jeden gestorben? No, says the Calvinist. No. Und die Calvinisten sagen, nein, das stimmt nicht. He only died for the elect. Er ist nur für die Auserwählten gestorben. He only loves the elect. Und er liebt auch nur die Auserwählten. So that's limited atonement. Und deswegen ist das eine begrenzte Sühnung, die da erwirkt wird. Nicht für jeden, sondern nur für die Auserwählten. Then the I is irresistible grace. Und dann der nächste vierte Punkt ist unwiderstehbare Gnade. That means he's going to force you to go to heaven whether you want to or not. Und das heißt so viel wie, dass Gott jemand zwingt, in den Himmel zu gehen, ob man will oder nicht. There's nothing you can do about it. Grace is irresistible. Es ist also nichts, was man da tun kann, sondern der Gnade kann man nicht widerstehen oder widerstreben. Well, grace can't be irresistible or it isn't grace. Also wenn man der Gnade nicht widerstreben könnte, dann wäre es keine Gnade mehr. I'm going to graciously cause George to accept a gift. Also wenn ich jetzt jemanden hier meiner Gnade dazu bringen möchte, dass er ein Geschenk annimmt. So, I tie him up and starve him and tell him, when you are willing to accept this gift, then I'll let you go. Und dann binde ich den an einem Baum fest und sag, du bleibst jetzt so lange hier, kriegst nichts mehr zu essen, bis du dieses Geschenk angenommen hast. That's irresistible grace. Das ist also dann Gnade, der man nicht widerstehen kann oder widerstreben kann. I'm forcing my grace on him. Ich zwinge ihm meine Gnade auf. We call that an oxymoron in English. I don't know what you call it. Das ist ein Paradoxum, ja, ein Widerspruch in sich. Grace cannot be irresistible or it isn't grace. Wenn also Gnade nicht widerstrebt werden könnte, wäre es keine Gnade. And the P, perseverance of the saints. Und der letzte Punkt, das ist dieses Ausharren der Gläubigen. Now, some people think that means eternal security. Und manche setzen das mit Heilssicherheit gleich. I thought I was at least a one-point Calvinist. Und ich habe auch gedacht, ich bin mindestens stimme ich mit den Calvinisten in diesem einen Punkt überein. See, some people say, oh, I'm a five-point Calvinist. Weil manche Leute sagen, also ich bin ein fünf-Punkt Calvinist. Alle fünf Punkte, die wir hier besprochen haben, kann ich mit übereinstimmen. Others say, no, I'm just a four-point Calvinist. Und andere sagen, nein, ich bin ein vier-Punkt Calvinist. I'm just a three-point Calvinist. Oder drei-Punkt Calvinist. There's no such thing. Sowas gibt's im Grunde genommen nicht. They all hang together. Sondern es hängt im Grunde genommen alles zusammen. You're either a Calvinist all the way or you're not. Entweder ist man ein Calvinist oder nicht. To deny one part of it denies the rest. Denn wenn man einen Punkt verleugnet, dann kriegt man auch Probleme mit dem Rest und verleugnet sie auch. But I didn't understand that. I thought I was at least a one-point Calvinist. Ich habe das aber vorher nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, ich bin zumindest in diesem einen Punkt stimme ich mit Ihnen überein. Because I believe in eternal security. Weil ich an Heilssicherheit glaube. I believe that Christ gives us eternal life. Ich glaube, dass der Herr uns ewiges Leben gibt. Be a strange kind of eternal life if I have it today and I don't have it tomorrow. Und wäre ein merkwürdiges ewiges Leben, wenn ich es heute haben würde und morgen vielleicht nicht mehr. Eternal means it lasts forever. Und ewig heißt, dass es auch ewig andauert. But I found out that the Calvinist believes he's secure for a different reason. Aber ich habe herausgefunden, dass Calvinisten aus einem anderen Glauben, Grund glauben, errettet zu sein oder ewig errettet zu sein. I believe that I'm saved eternally because Christ saves me and he promised he would keep me. Und also ich persönlich glaube, dass ich auf immer errettet bin, weil Christus mich errettet hat und weil er verheißen hat, dass er mich auch bewahrt. But the Calvinist believes
He's saved eternally because he's one of the elect. Aber der Calvinist glaubt, dass er ewig errettet bleibt, weil er zu den Auserwählten gehört. Now we have a problem. Und jetzt stehen wir vor einem Problem. How do you know you're one of the elect? Wie weiß man denn, dass man zu den Auserwählten gehört? Ah, that's the question. Und das ist die große Frage. In the book I quote R.C. Sproul, for example. Und hier in meinem Buch habe ich R.C. Sproul zitiert. And he said he wasn't sure he was really saved. Und dann hat er von sich gesagt, ja, er war nicht sicher, ob er wirklich gläubig war, errettet war. What causes them to doubt? Und was war also der Zweifel, den er hatte, oder auch andere? Because he wasn't living a good enough life. Sein Leben war nicht gut genug. Das Leben, der Lebensstil, den er führte, war nicht gut genug. But how can I live a good enough life? Und wie kann ich ein Leben führen, was gut genug ist? God's standards are so much beyond mine. I might think I'm doing okay. Und Gottes Maßstäbe sind so weit über unseren. Wir meinen vielleicht, dass wir ganz in Ordnung sind. So what it finally boils down to is works. Aber wo es dann letztendlich drauf hinausläuft, ist, dass wir wieder in Werke verfallen, in eine Werksgerechtigkeit. For example, in America we had quite a controversy over John MacArthur. Und in Amerika gab es einen ganz schönen Widerspruch über John MacArthur. He wrote a book called The Gospel According to Jesus. Und er hat ein Buch geschrieben, ich glaube, das heißt im Deutschen auch das Evangelium nach Jesus. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen rausgekommen ist. In many ways it's a good book, I think. Und ich denke, in vielerlei Hinsicht ist es ein gutes Buch. But then some people felt, wait a minute, he goes too far. Und dann haben aber einige gedacht, Moment mal, er nimmt das ein Stück zu weit. It almost seems like salvation depends upon my works. Und es sieht fast so aus, als wenn die Errettung von meinen Werken abhängig ist. So, perseverance of the saints. Und deswegen kann man mit diesem Ausharren der Gläubigen. It's not that God keeps me. Ist nicht, dass Gott mich hält. Although they would say that. Obwohl das der Calvinist sagt. But it's I must persevere to the end. Aber es heißt auch umgekehrt, ich muss ausharren bis ans Ende. So you have many leading Calvinists who have doubts. Und deswegen gibt es viele, sogar führende Calvinisten, die Zweifel haben. The leading Puritans, for example, were plagued with doubts about their salvation on their deathbed. Und also die Pilgerväter, die Puritaner, die waren, hatten auch große Zweifel, die Führer unter ihnen, die sie mit sich getragen haben bis zu ihrem Sterbebett. Listen to what John Calvin said. Und hören wir mal, was Johannes Calvin sagt. Yeah, one way to be sure you're one of the elect. Hat er gesagt, ein Grund, wie man sicher sein kann, dass man zu den Auserwählten gehört. If you were baptized as a baby, even by an unbelieving Catholic priest. Wenn man als Kind getauft wurde, selbst von einem ungläubigen katholischen Priester. And you believe in your baptism. Und wenn man an seine Taufe glaubt. Then you're one of the elect. Dann ist man einer der Auserwählten. That's not biblical. Das ist nicht biblisch. So, this, you know, the Calvinist says, oh, you don't believe in perseverance of the saints. Und die Calvinisten sagen dann was? Ihr glaubt nicht an das Ausharren der Gläubigen. Anybody that disagrees with a Calvinist. Und jeder, der mit einem Calvinisten nicht übereinstimmt, is accused of being an Arminian. Der wird dann direkt beschuldigt, dass er also ein Anhänger Armenius ist. You're either a Calvinist or you're an Arminian. Entweder man ist Calvinist oder Arminianist. Well, I'm not either one. Und ich bin weder das eine noch das andere. But I give you the facts in the book. Aber ich nenne die Tatsachen hier in dem Buch. Jacobus Arminius was a good man. Und Jacobus Arminius war ein guter Mann. From what I can find of his writings, I would agree with him. Und was ich aus seinen Schriften finde, da würde ich mit ihm übereinstimmen. He did not teach falling away. Und er hat nicht gelehrt, dass man vom Glauben abfallen kann, also sein Halt verlieren. Some of his followers later, years later, raised that question. Aber einige von seinen Nachfolgern, Jahre später, haben diese Frage aufgeworfen. But Calvinism claims we're secure, perseverance of the saints.
Aber die Calvinisten sagen, aber wir sind sicher, wir haben diese Heilssicherheit, Heilsgewissheit. In fact, it raises big questions about your salvation. Aber die Lehre, die zweifelt viel mehr die Heilssicherheit an, also diese calvinistische Lehre. How can I really be sure I'm one of the elect? Denn wie kann ich wirklich sicher sein, dass ich auch zu den Auserwählten gehöre? Okay, well, this is kind of an introduction. Also das ist jetzt eine Einführung zum Thema. And I think, do we take a break at the end, or do we? 10 minutes. We then go on. Ten minutes break. Yeah. Now. Okay. Also, machen wir jetzt 10 Minuten Pause. Okay, we'll come back and we'll talk about John Calvin and Augustine. Und dann nach der Pause ist unser nächster Abschnitt Johannes Calvin und Augustinus, der Kirchenvater. Give you a little history. Und dann haben wir eine kleine Geschichtsstunde. Okay, thank you.